Aus Ludwigshafen ist jetzt zugeschaltet Farina Fichtner-Zenker. Farina, bei euch, da soll es ja Wärmehallen geben. Wir stehen jetzt hier vorm Eingang von der Friedrich-Ebert-Anlage. Wir kennen das aber aus der Corona-Pandemie. Da war eben schon ein Impfzentrum installiert. Und jetzt überlegt die Bürgermeisterin, es könnte ja zu einer Wärmehalle umfunktioniert werden. Es müssen öffentliche klimatisierte Kühlräume, Cooling-Shelters eingerichtet werden, forderte Katrin Vogler, die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, gegenüber dem Tagesspiegel. Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Besten Deutschland schon.